Das schauen wir uns am besten auch an einem Schema an. Diese Funktion habe ich hier jetzt mal Anzahl Schritte R, ASR, abgekürzt und rufe hier in der Main-Funktion diese Funktion auf. Befinden wir uns jetzt in der ersten Inkarnation. Das ist vorhin frei und wir betrachten diese Situation. Vorhin frei, ja, also hüpft der Hamster 1 vor. Und Anzahl Schritte wird jetzt in dem Return-Ausdruck erneut aufgerufen. Die zweite Inkarnation. Da ist vorhin frei immer noch true. Es wird vor ausgeführt und Anzahl Schritte R wird nochmal aufgerufen. Die dritte Funktionsinkarnation. Jetzt ist vorhin frei false, ich befinde mich also im else und es wird 0 geliefert. So, jetzt an dieser Stelle kann aber auch der Return-Ausdruck der zweiten Funktionsinkarnation berechnet werden, weil ja hier 0 geliefert wurde. Das ist dann 0, das Ergebnis dieses Funktionsaufrufs, plus 1, also 1. Und jetzt kann auch das Ergebnis der Return-Ausdruck der ersten Funktionsinkarnation berechnet werden, weil ich ja die 1 erhalten habe, das ist 1 plus 1. Das ist 2. Und dieser Wert wird jetzt als Resultat der ersten Funktionsinkarnation an die Main-Prozedur geliefert. 2. Und das ist ja auch das, was richtig ist.